Honda verleiht Flügel. Mit ihrem neuen Civic Type R drehen die Japaner jetzt mächtig auf. Mit einem Turbo-Vierzylinder soll diese Mischung aus Transformer und Samurai die Konkurrenz aufscheuchen. Wir lassen den Spoilerkönig auf Klassenprimus Golf R und Edelrenner BMW M135i los und wollen sehen, wer auf der Rennstrecke den sportlichsten Eindruck hinterlässt und die beste Rundenzeit in den Asphalt brennt. So ein bisschen ist natürlich auch ein Kampf der Systeme. Wir haben diesen grellen Honda, der auf klassische Art mit so einem aufgeladenen 2 Liter und Frontantrieb kommt. Wir haben den Golf, der so ein bisschen den jedermann natürlich auch wieder gibt mit dem Allradantrieb, sehr sicher. Und wir haben diese Klassiker-Variante BMW mit Hinterradantrieb und sogar noch einen dicken, großen Sechszylinder. Im Gegensatz zum eher dezenten Look der Konkurrenz zeigt der Honda mit seiner Kriegsbemalung reichlich sportliches Talent. Die überdimensionierten Flügel sind übrigens keine Show. Ab Tempo 60 sorgen sie für Abtrieb. Die gelochten Bremsscheiben vertragen auch mehrere Rennrunden klaglos. Die auffällige Gestaltung des Type R sowohl von außen als auch im Innenraum ist sicherlich Geschmackssache. Unbestritten griffig ist dagegen sein Lenkrad. Im Display ein nettes Detail, eine Anzeige für die auftretenden G-Kräfte, daneben Drosselklappenstellung und Bremsdruckgrafik. Ob unter der grellen Schale des Japaners auch ein harter Kern steckt, muss der Type R auf der Rennstrecke des Konditroms zeigen. Ja, ich bin noch nicht mal richtig losgefahren, da fällt mir erstmal ein ganz wichtiger Unterschied auf. Ich habe eine Schaltung, das ist ein Handschalter im Gegensatz zu dem BMW und dem Golf. Ist das Auto noch mit einer Sechsgangschaltung ausgerüstet. Die ist knackig kurz, typisch Honda. Da habe ich schon, bevor ich denn so richtig in Action bin, meinen kleinen Spaß gehabt. Das ist ein bisschen neu. Ich habe hier sozusagen eben untertourig bin ich aus der Kehre rausgekommen. Ich habe richtig Druck untenrum. Wo Honda immer gedreht werden musste, haben wir jetzt hier ein Turbo, ein 2 Liter Turbo. Und der kann natürlich auch noch ein bisschen mit mittleren Drehzahlen anschieben. Trotzdem geht der gut ab in der Drehzahl. Kann den mal so bis 7 quälen. Das ist schon ein guter Mix. Was auch sofort auffällt, das Auto ist ziemlich fest, also steif in der Aufhängung, ist sehr mechanisch und sehr echt, also super authentisch. Also was den Fahrspaß angeht, das ist ziemlich ausgeprägt, weil ich alles sehr direkt habe und viel Rückmeldung. Aus der Lenkung kommt natürlich hier ins Schieben, ins Untersteuern, da muss ich ein bisschen aufmachen. Und auch ein schönes, festes Gefühl auf der Bremse, einen frühen Druckpunkt, der eigentlich immer gleich bleibt. Eine gelochte Scheiben, die führen die Wärme ganz gut ab. Das ist schon so ein kleiner Racer tatsächlich. Unter der Honda-Haube arbeitet ein querverbauter Turbo-Vierzylinder, der mit seinen 310 PS den Type R frei rennen lässt. 270 Stundenkilometer sind ohne elektronische Fußfessel drin. Damit ist der Japaner der schnellste im Vergleich. Bis Tempo 100 hat er mit 5,7 Sekunden allerdings den schwächsten Start. Sein Testverbrauch liegt mit 9,2 Litern im Bereich der Konkurrenz. Mit einem Grundpreis ab 34.000 Euro ist der Type R im Vergleich der Kompaktsportler unschlagbar günstig. Und auch seine Rundenzeit ist spitze. Mit 1,36,37 kann er die deutsche Konkurrenz abhängen. Der BMW kommt schon optisch deutlich dezenter daher. Nur Details lassen von außen das Leistungsdoping der M-Ingenieure erkennen, wie die ordentlich zupackende M-Bremsanlage. Im Cockpit könnte der M135i auch ein Diesel sein. Die Modellverwandtschaft zum kleineren 1er ist offensichtlich. Auf der Rennstrecke zeigt der Bayer mit seinem Hinterradantrieb das BMW-typische Fahrerlebnis, das für manche der größte Spaß überhaupt ist. Wenn ich Gas gebe, merke ich auch gleich, das ist ein bisschen vollmundiger, ein bisschen satter alles, seidiger, dreht auch schön. Das ist nicht so ganz künstlich vom Ton her wie der Golf und natürlich auch nicht so krawallig wie der Honda. Im Achtganggetriebe, das schaltet sich ebenfalls. Per Handwippe, geht auch schnell und in diesem Sport-Plus-Modus, in dem ich bin, gibt ihr mir beim Schalten immer so einen kleinen künstlichen Ruck. Das ist natürlich auch nochmal weg vom Automatikfahrgefühl, sehr lässig. Hier in diesen schnellen Kurven fällt mir aber noch was anderes auf. Das Auto ist unten drunter dann doch so eine Art Gran Turismo, so ein bisschen weich abgestimmt. Gutes Bremsgefühl, das ist die Mitte von Honda und VW. Schön stabiler Druckpunkt. Was hier natürlich jetzt wieder auffällt, ich habe dieses leichte Schieben über die Vorderräder, gehe ich vom Gas, kommt da leicht mit dem Heck, muss ich aufpassen. Da muss ich ziemlich sauber fahren und versuchen, den da so zwischen zu modellieren.
Ansonsten habe ich dieses leicht unrunde Fahren, weil der Wagen am Ende einfach zu früh über die Vorderräder nach außen schiebt. Was den Hinterradantrieb angeht, wenn ich das ESC deaktiviert habe, die Traktionskontrolle, dann kommt er natürlich schon auf den kleinsten Gasstoß quer und ich habe hier ordentlich zu tun. Aber ist natürlich geil. Das geht mit den anderen nicht. Unter der Haube des Bayern tourt ein 326 PS starker Turbo-Sechszylinder, der den Wagen bis auf 250 Stundenkilometer beschleunigt. Im Sprint auf 100 ist der M135i mit 5,3 Sekunden etwas schneller als der Honda, aber langsamer als der Golf R. Der gemessene Verbrauch liegt bei 9,2 Litern. Mit einem Testwagenpreis von 44.910 Euro ist der BMW schon fast traditionell am teuersten. Trotzdem reicht es nicht für die beste Rundenzeit. 1,36,68. Nicht übel, aber der Civic ist schneller. Der Golf R ist optisch eher unauffällig, obwohl er der schärfste unter VWs Kompakten ist. Er rennt eher unspektakulär ans Limit, lässt sich herrlich leicht dirigieren und fährt auch ohne ESP extrem sicher, dank Allradantrieb. Der Golf R, ebenfalls ein 2 Liter Turbo. Sofort ein bisschen dezenter, weniger krawallig. Es wird gedämpfter und ein bisschen softer aufgehängt. Aber ich habe hier einen Fahrmodus-Schalter. Auf Race gehe ich hier mal. Dann ist der Stoßdämpfer ein bisschen härter. Motor spricht ein bisschen direkter an. Ich finde, das Bremspedal muss sich deutlich weiter durchtreten. Ich habe einen weicheren Druckpunkt. Das fühlt sich nicht so sportlich an. Das ist einfach so ein bisschen wie jeder andere Golf. Da könnte man gerade in diesem Topmodell ein bisschen mehr Härte reinlegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Motor klingt gut. Nicht so ehrlich wie der Honda, aber so ein bisschen Sound reingeniert. Lenkung gefällt mir ebenfalls gut. Schön straff, ich habe Rückmeldung. Und ich merke, ich habe gute Traktion. Ich bin eben aus der Kehre raus, zweiten Gang voll draufgetreten. Das schadet nichts. Der ist also wie über alle vier Räder ganz gleichmäßig zerrend aus der Kurve rausgegangen. Hier habe ich typisch Golf. Ein bisschen über die Vorderräder schieben, aber sobald ich vom Gas gebe, zieht er sich wieder in seinen Radius rein. Was auch schön ist, ich kann das Getriebe, Automatik, hier hinterm Lenkrad mit so kleinen Tasten mit der Hand schalten. Das macht er auch ziemlich schnell beim Rauf- und Runterschalten. Ist zwar dann so ein bisschen Automatikgefühl, aber ich kann ein bisschen mitmischen. Das gefällt mir gut. Nach Geraden, wenn ich ein bisschen Tempo hatte, dann gefällt mir überhaupt nicht, dass ich auf der Bremse das Auto erstmal den Vorderwagen zum Eintauchen bringe. Dann rollt er leicht nach außen und dann nimmt er erst seine Richtungsänderung auf. Das fühlt sich so ein bisschen ja, wie so ein Hoppel in der Achterbahn an. Das könnte man schärfer und direkter machen. Wo der Honda sehr zackig reinbiegt, macht er immer diesen kleinen Nicker, einmal nach außen rollen und dann biegt er es ab. Das geht schärfer. Das war wieder aus der Kehre raus, merkt man wunderbar. Also da zieht er über alle vier Räder, da verliert er nichts. Da hat er auch mit Abstand am meisten Tempo von diesen drei Autos. Der stark aufgeladene 2-Liter TSI-Motor des Golfs hat mit 300 PS die geringste Leistung des Vergleichs. Er erreicht aber auch 250 Stundenkilometer und ist im Sprint auf 100 mit 4,8 Sekunden sogar der schnellste. Sein gemessener Verbrauch liegt mit 9,1 Litern noch etwas unter dem der Konkurrenz. Unser Testwagen kostet 41.985 Euro und ist damit zwar noch fast 3.000 Euro billiger als der BMW, aber ebenfalls deutlich teurer als der Civic Type R. Bei der Rundenzeit verliert der Wolfsburger wichtige Zehntelsekündchen auf die Konkurrenz. 1,37,38. Beim Golf will ich nicht sagen langweilig, aber irgendwie auf eine besondere Art unspektakulär. Der fährt sehr fahrstabil, sehr sicher, der macht es einem leicht, schnell zu sein. Die Zeit an sich war gut. Also man hat mit diesem Allradantrieb leichtes Spiel und ist ziemlich schnell unterwegs. Der BMW, das ist so eine Männerfahrmaschine. Da ist ziemlich viel Leben im Fahrverhalten. Das muss man auch ein bisschen können. Und man muss an diesem schmalen Grat, was das Fahrwerk ausmacht, sich entlanghangeln. Dann ist man aber auch ziemlich schnell, sogar noch einen Tick mehr als der Golf. Der Honda, der hat hier richtig abgeliefert. Da ist richtig Leben in dem Ding. Das macht Spaß, der ist knackig frisch und der fährt die Top-Zeit. Also das Auto hat uns überrascht. Ein Fünftürer mit Allround-Talent ist der Honda Civic Type R sicher nicht. Aber danach haben wir auch nicht gesucht. Eher nach dem Knaller unter den Kompaktsportlern. Und da hat der neue Japaner tatsächlich gezündet. Der deutschen Konkurrenz hat er jedenfalls gehörig die Flügel gestutzt.